Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Evoland. Wir befinden uns diesmal im Kerker, in dem wir letzte Folge reingekommen sind, und wir hoffen, dass wir hier auch vernünftig wieder rauskommen. Die Wache scheint jetzt erstmal nicht so das Problem zu sein. Können wir vielleicht auch was aufmachen oder sowas? Schade. Können wir uns hier so verstecken? Bringt das was? So, da links wollen wir auf jeden Fall nicht lang. Wir wollen hier unten lang. Können wir hier was machen? Hier, hier, hier? Nein. So. Hier wird auch wieder eine Wache sein, ja. So, die geht hier lang. Oh, hier sind wir dunkel. Oh. Die bleibt da stehen. Das heißt, wir müssen dann schnell nach links, wenn er so steht. So weit, so gut. Speichern. Der geht ganz schön weit. Ich glaube, hier rechts bringt uns das nichts. Heißt, wie verkriechen wir uns mal hier hin? Geht er an uns vorbei? Jawohl. Und jetzt hier rein. Gut. Wo gehst du denn lang? Da lang. Da lang. Da lang. Fuck. Oh, ich dachte, er geht da oben lang. So, und schnell. Speichern. Bringt das hier irgendwas? Wirklich cool. Was macht ihr denn da? Sagt bloß nicht, ich glaube tatsächlich, dass ihr an den Wachen vorbeikommt, indem ihr euch unter dieser Kiste versteckt. Manchmal frage ich mich, wie ihr auf solche Schnapsideen kommt. Also gut, wenn ihr darauf besteht, versucht es nur. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das geht. Ernsthaft. Es geht. Nee, doch nicht. Aber was mit der Wache, die... Hä? Dreht die Wache sich? Nee, nee. Nee. Okay, das geht nicht. Das heißt, wir müssen erstmal unten lang. Hätte ich mal so pauschal gesagt. Ich glaube, wir dürfen nur nicht zu nah an dem kommen. So. Jetzt geht die nach oben. Zack. Wir warten lieber einmal. Okay. Speichern. Komm, viele Speicherpunkte. Da sind Wachen. Viele. Dum, 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 dum. Geld. Dup, 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 dup. Ich will an das Geld. Geh weg. Ich komm da nicht hin. Schade. Das sieht nämlich nach viel Geld aus. Ach, die schläft. Noch ein Speicherpunkt. Und ein komischer Kerl. Hallo Kerl. Wird euch die Umgebung langsam vertraut? Manchmal werden die Truhen offen gelassen, aber das hat nichts zu bedeuten. Ohne die Parole gibt es kein Entkommen. Ich hatte den perfekten Plan. Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken tätowieren lassen. Aber weil ich keinen Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen. Alles klar. Also er ist wahrscheinlich nicht so die hellste Birne im Kronleuchter. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Siehst du? Gute Truhe. Na gut, ich gebe es zu.
Ja, das ist recht, was die Kiste angeht. Am Ende war die Idee doch gut. Aber wie konnte ich wissen, dass diese Daten dermaßen fiktiv? Nein, das ist nicht das Wort, nach dem ich suchte. Dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken, die sich direkt vor ihrer Nase bewegt. Wie auch immer. Gute Arbeit. Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird. Wird's bestimmt nicht. Allein wenn es schon sagt. Da haben wir wieder eine Errungenschaft. Wir gehen nach oben. Da schläft einer. Ich denke mal, da unten kommen wir jetzt nicht lang. Wir werden uns sofort sehen. Ja, alles klar. Ich würde es nochmal probieren. Das heißt, wir gehen hier oben lang. Wie jetzt? Also wir laufen nicht so eine Handlung vorbei. Hey na! Wie ging dieses Lied doch gleich? Ach ja. Ritter Robert bricht auf gen Westen. Ritter Robert gehört zu den Westen. Das Ende weiß ich nicht mehr. Wunderschön. So. Tja, ich sehe leider jetzt nicht, wo der hingeht und ob der wiederkommt. Wir brauchen sehr lange. Das heißt, wir gehen dem jetzt einfach gleich hinterher. Ah, okay. Jetzt geht er nach da unten. Kommt er wieder und dann kommen wir an ihm vorbei. Hier kommen wir nicht rein. Und Abfahrt. Da ist dunkel. Ist egal. Gehen wir erstmal hier links rein. Kriegen wir hier was? Was machst du denn? Puh. Noch eine Meile. Wenn ich nur die ganzen Parole wüsste, möchte ich hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli darin vorkommt. Das ist erstmal gut zu wissen. So, hier ist dunkel. Da ist eine Wache. Und da kommen wir relativ schnell vorbei. Ja. Jetzt sind wir schon hier. Gut, das heißt, Brokkoli kommt drin vor. Aber es ist anscheinend noch nicht alles denn. Hey Kuro, hier riecht es viel besser. Und etwas sauberes ist hier auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangenen mehr. Na, dann fragen wir die doch mal. Erstmal speichern wir. Können wir den fragen? Nein. Aber dem wahrscheinlich. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Sehr gut. Wer durch diese Tür will, muss die Parole kennen. Nein, muss er nicht. Fuck. Wir haben nur den einen Gefangenen. Und hier geht's noch so weiter. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Wer durch diese Tür muss die Parole kennen. Ja. Welches Gemüse lieben meine Kinder besonders? Brokkoli. Ritter Robert in dem Lied? Hört zu den Besten. Wenn ich bis... Oh, fuck. Das C müsste die 100 sein, das I die 1 und das V eine 5. Und da das I vor dem V steht, ist es eine 4, also 104. Welches Schicksal wählt ihr? Hunger. Die Parole stimmt nicht. Einer der Gefangenen versucht auszubrechen. Ich vermute, es war das Schicksal. Der Rest sollte eigentlich passen. Ja, welches Gemüse liebte ich? Brokkoli. Robert. Der Robert gehört zu den Besten. Das ist die 104. Welches Schicksal weht ihr? Hat einer von den Gefangenen irgendwas erzählt? Ich überlege gerade. Ich bin mir nicht sicher. Die Parole stimmt nicht. Mann, ich will das jetzt so nicht einfach durchklicken. Aber ich erinnere mich echt nicht an irgendwen, der gesagt hat. Ja, Brokkoli, Besten, 104, Liebe. Fuck. Ist das echt der Tod? Mann.
Oh, das ist eins von den anderen Sachen. Brokkoli. Besten. 104. Tot. Stimmt. Welcher Gefangene hat irgendwas von Tod erzählt? Hm. Ah, ich verdrängt. Hier ist sicher. Boah, hier ist sicher. Fuck. Der ist natürlich nicht kommen sehen. Das heißt, der geht da lang und wir gehen da lang. Die kommen jetzt da lang. Wir gehen hier und ich hoffe, da ist jetzt keiner. Speichern. Danke. Boah. Na. No. Wo kommen denn die ganzen Menschen her? So, ich vermute mal, wenn ich jetzt hier runtergehe, kommt hier gleich wieder mir einer entgegen. Alles klar. Oder so. So, gehst du auch weg? Du guckst nur nach oben und unten? Okay. Das heißt, ich muss erst runter. Und zwar jetzt. Ich weiß noch nicht, wohin. Sieht nach einem Helm aus. Kann ich den nicht mitnehmen? Fuck. Oh, das war, glaube ich, sehr knapp. Wir gehen hier hin. Hier ist sicher. So, ich denke mal, da rechts kann ich nicht lang. Aber nach da oben vielleicht. Irgendwann mal. Jetzt. Komm ich hier lang? Nein. Bringt mir das, da rechts lang zu gehen? Ich will da mal kurz gucken. Nicht, dass ich auch was vergesse. Ich glaube nicht. Nee, da ist nichts mehr. Okay. Dann warten wir wieder. Na los, einmal nach rechts. Okay, wir können relativ knapp an dem vorbei, wenn die uns in den Rücken kehren. Und ab nach oben. Wo ist die Tür hin? Ach, keine Ahnung. Hier sieht es auf jeden Fall wichtig aus. Hier ist unser Schwert. Ah. Können wir den Latzen nehmen? Ja. Alles klar. Puh. Wir sind ausgebrochen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und hier wären unsere ersten Herausforderer. Oh oh. Na los, nur keine falsche Bescheidenheit. Vortreten bitte. Willkommen im großen Kolosseum. Tag für Tag treten hier die mächtigsten Gladiatoren gegen wilde Bestien an. Bitte lasst euch nieder, während ich die Kontrahenten vorstelle. Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren voller jugendlichen Ehren und mit unglaublichem Potenzial. Begrüßt mit mir. Wie heißt ihr doch gleich? Verratet ihm nicht euren wirklichen Namen. Das könnte Ärger geben. Euren Namen bitte. Super Mario, Mega King, Solid Snail, Wonderman, Dexterminator. Wir sind auf jeden Fall Dexterminator. Wirklich? Begrüße mir den unglaublich wunderbaren, extraordinären Dexterminator. Er sagt, Dexterminator, seid ihr heute in Bestform? Na aber, wunderbar. Dexterminator erwartet also einen spektakulären Sieg. Er wird mit seinem Gegner zu Wolverine-Fraß zermalmen.
Mal gucken. Ah, soeben sagt man mir, dass Dexterminators erster Gegner gerade eingetroffen ist. Meine Damen und Herren, ein donnernder Applaus für den großen, wunderbaren, extraordinären Manimal. Oh mein. Manimal ist der größte, der mutigste, der haarigste Bärenzähmer im ganzen Kaiserreich. Er hat seinen wilden Bären trainiert, jedes Ziel anzugreifen, auch das er zeigt. Klasse. Sag mir, Manimal, was ist euer Geheimnis? Ich benutze ein bestimmtes Schlüsselwort, das meine Bären angreifen. Ein Schlüsselwort, sagt ihr? Wunderbar. Wie genau lautet dieses Schlüsselwort? Naja, ich schaue meinen Bären direkt in die Augen und sage dann, auf sie. Und schon greifen sie an. Auf sie! Echt jetzt? Sieht so aus, als hätte Manimal einen kleinen Unfall gehabt. Fräulein, wir haben Anlass zur Annahme, dass ihr den Kampf beeinflusst habt, bevor er überhaupt begonnen hat. Gemäß Absatz 3b Paragraph G seid ihr hiermit disqualifiziert. Der Exterminator tritt nur alleine gegen Manimals Bären an. Denn meine Damen und Herren, der Kampf geht weiter. Klasse. Fräulein, bitte zieht euch in die Umkleide zurück, bis der Kampf zu Ende ist. Scheint so, als müsst ihr diesmal ohne mich auskommen. Dexterminator. Doppelpunkt Strich. Klammer zu. Tut bloß nichts Unüberlegtes. Diese Bären sehen ganz schön blutrünstig aus. Klasse. Ohne weiteres Umschalten kann der Kampf jetzt beginnen. Na dann, So. Den Kampf machen wir jetzt noch schnell. Ja, die halten auf jeden Fall einiges aus. Die dürfen mich auf jeden Fall nicht in der Ecke drängen. Eins. Irgendein Bär muss auch schon ordentlich von Sack. Alle. Kein Problem. Und er endet mit einem überwältigenden Sieg für Dexterminator. Dann würde ich jetzt an der Stelle aber auch schon Schluss machen. Sind sowieso schon über die Zeit. Aber egal, ist ja nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vor allem auch beim nächsten Kampf hier in der Arena. Ich hoffe auch, dass wir diesmal dann nicht alleine kämpfen müssen, aber naja, mal schauen. Und vor allem, ich bin gespannt, wer der nächste Gegner ist. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut!